reaching up to you. Shout out to Chandler, Solange, and Beyonce. Shout out Devontae. Shout out to Fat Tony, Elizabeth Harper. Shout out to the first track off the second Carter. Maybe it was the second one. Shout out to your father. Shout out to your mama. Shout out to Dalai Lama, Jay Electron, yeah. Put it on, yeah, you know what, homie, got, bruh. Ripping in a Nissan Elantra. Up in Atlanta. See me in a Honda. Out in La Palmas. Feel like Ice Cube and Anaconda. Feel like James Bond in a sauna. Feel like I play for Havana. Giannis. Saying nada, ni I'm people, y'all see through. I see you. Happy Thanksgiving, man. Love is love, man. Kool-Aid, the best rapper in the world. Kool-Aid, the best rapper. Léxico, co, conexão Brasil, México, Latino Pique, Anaconda. Que lindo, forte bomba. Continente Guantanamera. Neguinho lá no Cachoeira. Rima de segunda, terça, quarta, quinta-feira. Sexta-feira, sem pagar madeira. Entendeu, Camilo? Tem que colar com nós, sem vacilo. Vai entender que é aquilo. Vai seguir bem tranquilo. Colando com nós. Do peão na ladeira de Croix. Os favela, não com os playboys. Os vilão, não com os heróis. Pode Tell me what do you feel? It's a new day, a new thing.
So, wir freuen uns auf das Gruppenspiel in diesem European International Turnier. Und diese beiden Teams, die wollen diesen Wettbewerb gewinnen. Die nehmen die Vorbereitung jetzt schon richtig ernst. Und heute erwartet uns die Partie Sampdoria Genua gegen den HSV. Wir werfen einen kurzen Blick auf die Aufstellung von Sampdoria. Gut, der Ball wurde weggefaustet. Jetzt könnte der Pass kommen. Und er schießt. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Sala. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt ist der Ball dort auf weg. Gut aufgepasst und verteidigt. Guter Pass, so machen sie das Spiel breit. Super Timing, den Ball holt er sich. Nee, aus der Chance wird doch nichts. Jetzt ist der Gegner am Ball. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das könnte gefährlich werden. Gut verteidigt hier. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Das war Handspiel. Da stand der Schiri gut und sieht das richtig. Wird's jetzt gefährlich. Da passt er auf. Götz. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Er war noch dran, gibt Ecke. Gar kein Zweifel, Elfmeter. War das eng? Gregoric. Außenpfosten. Boah, jetzt können sie erstmal durchatmen. Ganz souverän hier vom Torhüter. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff? Sie suchen. Tolle Parade. Jetzt müssen Sie besonders aufpassen. Sie gehen auf die Abseitsfalle. Und da muss jede Bewegung sitzen, sonst ist der Gegner plötzlich durch und zieht in Richtung Tor. Hier ist er unter Druck und der Ball geht ins Aus. Pratt. Souverän, er hat den Ball. Jetzt wird's gefährlich. Den Ball holt er sich, gut gemacht. Das war eine richtig gute Möglichkeit, aber jetzt der Ballverlust. Cassano. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Jetzt haben sie den Ball verloren. Pratt. Bruno Fernandes. Gute Aktion. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball draußen, gibt Ecke. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Macht er ihn. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Da zeigt er den absoluten Willen, hier das Tor machen zu wollen. Ganz starke Aktion. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Salah. Gregoric. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Platz! Der Pass! Nichts zu halten hier! Da schenken sie die Führung gleich wieder her. Das ist bitter. Sie sind zurück im Spiel. Das war der Ausgleich. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Wird das seine Torchance? Geht er rein? Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Richtig entschieden, es gibt die gelbe Karte. Und jetzt kann er natürlich nicht mehr so in die Zweikämpfe gehen. Er bringt den Freistoß. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Da kann er ihn stoppen. Abwehr hat aufgepasst. Christian Matenia. Und jetzt der Ball im Aus. Da stand er zu sehr unter Druck. Ein leichter und überflüssiger Ballverlust. Bruno Fernandes. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der Ball kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Gefährliche Flanke. Die Flanke wird vom Verteidiger geblockt. Das könnte gefährlich werden. Da kommt der Schuss. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Da kommt der Steilpass. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Bratz! Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Cassano. Gutes Tackling. Sie suchen die Lücke. Da steht die Abwehr sicher. Bruno Fernandes. Muriel. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Jetzt müssen sie aufpassen. Finn Porrat. Da hat er die Führung auf dem Fuß, aber er trifft das leere Tor nicht. Unglaublich.